So, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge vom Let's Play Chaos auf Deponia. Ja, wir befinden uns immer noch im Gadget Shop in der Nähe des Hafens, weil Läden in der Nähe vom Hafen sind immer seriös. Das lehrt mich die Erfahrung. Also, ja, hier unser toller Gadget-Roboter ist natürlich immer stets zu Diensten. Leider können wir irgendwie den goldenen Drachen Unbesiegbarkeit nicht wirklich an uns reißen. Ja, genau. Welche Möglichkeiten haben wir noch hier im Shop? Ich habe natürlich keine Gedanken gemacht. Bananenentkrümmer an die Schwerkraft, socken ein leeres Fach. Der Shop Omar, mit dem können wir reden. Wir können was verschreddern. Wir wollen ja nichts Eigenes zerschreddern. Wir können da irgendwie was zerschreddern, was nicht uns gehört. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. So ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Das würde ich mich auch fragen. Also die Antenne vielleicht, die man ja mir eh bloß mitgenommen. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren. Ja, den haben wir schon gehabt, genau. Das haben wir schon gehabt, Kollege. Also, das sollen wir also alles nicht verschreddern. Okay, das heißt, unserem Ziel, den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit zu erlangen, das wird ein bisschen schwierig, ne? Können wir ihm denn irgendwie... Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Das ist interessant. Wir brauchen also Geld. Okay. Wer hat kein Geld außer Rufus? Das ist ganz interessant. Also wir gehen mal wieder raus hier. Lottomat spielen. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. So oder so ähnlich. Also das haben wir schon gemacht. Hat auch letztes Mal nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, das Glück ist auch zwei Tage später. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aham. Ist ja schon gut. Das heißt, wir haben alle Ingredienzien aus dem Shop nicht mehr. Okay, wobei sich mir eher die Frage gestellt hat, wozu ich das brauche. Also, hier haben wir noch unser Bötchen, aber wir haben noch einige Orte, in denen wir uns umgucken können. Von dem her sollte es erstmal nicht langweilig werden. Wir schauen uns mal... Thank you for begrüßing me with this tollen Gesang. Also, nach klein wenig geht's hier. Zum Marktplatz geht's hier. Wir müssen nochmal zum Marktplatz. Da haben wir noch diesen großen Turm in der Mitte, von dem wir nicht wissen, was es ist. Deswegen würde ich sagen, schauen wir da einfach mal vorbei. So, der Gondoliero soll uns auch nochmal relativ egal sein. Also. Jo. Wobei ich habe auch. Warte mal, kann ich mal ganz kurz erklären, was ich für eine Idee habe? Wenn wir dem Kollegen hier aus der Spelunke irgendwie seine Noten in Bezug auf hier das Paarungslied der Krabben nehmen und dann haben wir hier eine Krabbe rumlaufen. Bedeutet, wenn wir den Kollegen wegschicken, weil wir hier dagegen treten, um eine Kiste. Das ist wohl schon der neue Airbag. Das ging aber schnell. Das heißt, wir treten einmal gegen die Stoßstange des Kollegen hier weg und wir ersetzen quasi das Lied auf dem Notenständer gegen was anderes und dann das Paarungslied der Krabben oder so. Das ist nur meine Idee. Kommt mir gerade so in den Sinn, aber ich denke, das können wir uns einfach später aufheben. Also, wir schauen uns mal weiter um. Genau, einfach mal abwürgen. Wir gehen mal hier in Richtung Fragezeichen, weil da sieht es immer gut aus, muss ich sagen. Und dann stellt sich mal langsam so die Frage, was wir noch so zu tun haben, ne? Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Die Musik ist schön. Da, da, da. Ist voll entspannt. Komm, so lass. Da ist noch mal ein Ei drin, aber Rufus möchte natürlich nicht, gell? Nee. Hast du keine Lust drauf? Da ist schon das dritte Ei mit zugehörigem Nest, aber kommen wir denn hier durch? Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Dun, 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 dun. De 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 de
Die Pillen können wir leider auch nicht schreddern, das ist schade. Also anscheinend kommen wir so nicht wirklich weiter. Die Musik ist hier oben voll schön. Ich will überall die Musik haben. Die Frage ist, wie wir hier durchkommen, anscheinend nicht wirklich. Das heißt, da kommen wir erst später hin. Was auch immer hier oben ist, wir können natürlich... Das ist ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Ja, so ist das, Rufus. Die Welt ist nicht immer nur so schön, wie sie scheint. Also. Mir gefällt die Musik von oben besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Der Apotheker. Was haben wir denn überhaupt alles? Wir schauen uns nochmal die Aufgabenliste an. Einfach mal um zu schauen, was wir denn so machen müssen. Also. Goal finden. Sie ist wahrscheinlich, also ich denke mal, sie ist da oben. Einfach aus dem Grund, weil wir da nicht durchkommen. Ach, Bellevue ist das. Okay. Okay, wir können den Apotheker mal fragen, weil wir schon so ironisch letztes Mal gefragt haben, ob er in Bellevue war. Können wir ihn mal fragen, ob er da irgendwie, ob er darüber irgendwas weiß, ob wir da irgendwie hinkommen. Kollege, sprich mal mit uns. Also. Was? Wo? Nee, leider nein. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Kennen wir ja schon. Okay, dann bin ich gerade ein bisschen ratlos. Unsere Karte vor Docs Werkstatt. Wir können es nochmal umschauen. Wir haben uns ja quasi alle Kartenausschnitte freigeschaltet. Also Bellevue, wenn wir gehen, kommen natürlich nur, genau, kurz davor, weil wir da eh nicht hinkommen. Also. Klein-Venedig, Industriegebiet, der Dock. Wir gehen doch mal ins Industriegebiet. Da gibt es bestimmt irgendwelche wichtigen Sachen. Wir können einfach mal zu Doc gehen. Der hat bestimmt immer irgendeinen wichtigen Rat für uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Ist jetzt wahrscheinlich langsam so ein Punkt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und wir fragen ihn einfach mal. Wir gehen mal ein bisschen Psyche dadurch. So, guten Tag, Doc. Laufen wir langsam nach runter und fragen ihn mal nach der Lage, ne? Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Leider nicht unbedingt, aber... Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation unterzieht. Also, alle drei Versionen von ihr. Benutze die Fernbedienung, um die Datasetten zu wechseln. Wenn du alle drei überzeugt hast, schick sie zu mir ins Labor. Den Rest erledige ich dann schon. But the problem ist, dass wir nicht genau wissen, wo sie ist. Ich hätte noch eine Idee, dass sie vielleicht bei uns auch auf dem Schiff ist. Weil das kennst du ja, aber wir fragen einfach mal, wir fragen ihn ein bisschen aus, wir halten ihn von wichtigen Dingen ab. Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat hier Gilligan die falschen Datasetten angedreht. Dieser Verbrecher! Goals Bewusstsein ist jetzt auf die drei Datasetten verteilt. Auf jeder Datasette sind unterschiedliche Aspekte ihres Charakters abgespeichert. Passt schon. Kennst du eine Facette eines Charakters, kennst du sie alle. Jein. Naja. Welches ist denn die echte Goal? Nun, jede einzelne und keine. Ja. Wie bei der Zucht von Mimikry-Wombats. Was? Nein. Die drei Goals sind jeweils Teilaspekte der echten Goal. Aber die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Also doch wie bei den Wombats. Die Biester vermehren sich wie wild, wenn man nicht aufpasst. Was? Nein, egal. Sagen wir einfach, wir brauchen die Kooperation von allen drei einzelnen Goals. Ohne ihre Zustimmung kann ich sie nicht wieder zusammensetzen. Das musst du mir nicht sagen. Auf diese Weise habe ich mal fast einen Finger verloren. Verfluchte Mistviecher. Natürlich. Wir reden mal weiter. Hier, Datasettenwechsel brauchen wir, müssen wir das wissen. Wie ging das gleich mit dem Datasettenwechsel? Benutz die Fernbedienung, wenn du nah an ihr dran bist. Damit trennst du kurzzeitig ihr Bewusstsein von ihrem Körper. Je nachdem, welche Datasette gerade in der Fernbedienung liegt, wird dann ein neues Bewusstsein in die Datasette in ihrem Implantat geladen. Während das Bewusstsein, das sich vorher in ihrem Hirn befand, erst im Äther gepuffert und schließlich auf die Datasette in der Fernbedienung aufgespielt wird. Cool. Okay. Normalerweise fragen mich die Leute an dieser Stelle eher, ob das nicht gefährlich ist. Tja, ich bin halt nicht so ein Weichei wie die anderen. Genau. Ich meine ja nur wegen bleibender Hirnschäden und so. Im Gegenteil, ich bin lässig. Der aber nicht lässig Sheriff genug. Rufus mit seiner tödlichen Fernbedienung des bleibenden Hirnschadens. Oha. So oder so ähnlich. Also, blablabla. Machen wir mal weiter hier. Nette Praxis. Oh.
Danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Ja, ja. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla? Tja, ja, ja. Klar, natürlich. Also, das kann man nicht anders lösen. Ich würde lösen. Den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrino-Stern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Natürlich weiß ich das. Ja, klar. Ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Natürlich. Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Was haben wir denn noch? Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments. Totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Kennt man ja alles. Also, die Tiefkühltruhe, was ist denn die da? Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox, natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Badum. Haben wir vielleicht immer so ein Inventar, was wir da reinlegen können? Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da, neben der Tür. Lichtschalter? Genau. Weil eine gute Praxis lässt sich daran erkennen, dass es viele Lichtschalter gibt. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Yep. Schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frag mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Also auf mich, aber das mit dem vielen Eigenlob, das wär's uns ein bisschen übertrieben. Also ich... Ich werd dann mal wieder. Tu das. Genau, und haben wir denn noch irgendwelches Werkzeug? Schublade. Gibt's doch bestimmt irgendwas, was wir brauchen. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Aber wir dürfen uns doch nehmen. Da nimm ein bisschen was von, ne? Dann können wir ein bisschen was danach schauen. Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen aus. Wer hat das gesagt? Etwa Dougie der Dealer? Wer? Genau. Wer? Ich kenne ihn gar nicht. Und außerdem lügt er. Genau. Glauben wir dir sofort. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder. Da können wir eh nichts in die Tiefkühltruhe legen, zumindest nichts. Von dem ich der Meinung bin, es bringt irgendwas. Die Elektroden haben wir auch noch nicht allzu viel. Wir könnten den Köder da so zwischenklemmen. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Ich meine, so ein Wurmloch ist so klein, das macht doch gar nichts. Oh. Nein, wir schauen, würde ich sagen, einfach mal bei uns im Boot vorbei. Ansonsten... wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo waren wir denn noch nicht? Wir können mal in die Kleipe nochmal rein. Das wäre auch nur eine Möglichkeit. Aber zuerst gehen wir mal ganz kurz ans Boot. Also zurück zum Dock. Also mit CK und ohne K und so, weil der andere Dock ist ja woanders, ne? In Bosos Kutter ist er vielleicht, weil das kennt sie ja alles schon, ne? Da ist er auch schon letztes Mal aufgewacht. Nee, da ist er nicht. Da haben wir auch nichts mehr zu mitnehmen, würde ich sagen. Also... schauen wir vielleicht nochmal oben vorbei, aber ansonsten wäre ich dann sehr ratlos. Das wäre ein bisschen ungünstig, weiß nicht mehr, wo wir hin müssen, also das ist ein bisschen... Dann fängt wieder die Situation an, also einmal zum Hafen hoch. Wir könnten zum Ende der Folge nochmal gegentreten, aber nee, das fände ich jetzt nicht so toll, ne? In die Spelunke, sogar mit angeschaltetem Licht dieses Mal. Oh, Goal! Tach, da sitzt sie, wie eine Lady, sie da kann gar nicht, also das ist, oh.
Eine Lady sitzt da. Oh, das ist schön. Alexa Jukebox-Zwerg. Also, wir gehen einfach mal nach unten. Und schauen mal, dass wir mit ihr ein paar Worte gewechselt bekommen. Das allerdings erst... Ich bin so gemein, ich weiß. In der nächsten Folge, weil das war schon wieder voll. Wir haben 15 Minuten voll, das bedeutet... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge vom Let's Play Deponia wieder. Macht's gut und tschüss. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und Sie bemerken es natürlich noch nicht. Also gar keine Frage. Das ist... Nein. Uns, wir sind so sehr unauffällig. Das merkt man gar nicht. Unauffällig wie ein Ninja.